Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo wir jetzt wieder ordentlich was an blauen Schaltkreisen produzieren. Und da sollten wir dann auch bald ein paar Module sehen, die da dazukommen. Wir wollen aber heute die Produktion für die Raketensteuereinheiten angehen. Den hier hoch. Das so, wenn wir die hier rüber, da haben wir von unten eine Leitung. So, jetzt haben wir den Platz hier, den wir benötigen. Hoffentlich. Was brauchen wir hierfür? Prozessoreinheiten und Tempomodule. Das Ganze dauert 30 Sekunden. Ein Tempomodul braucht 15 Sekunden. Das heißt, wir brauchen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 15. Wenn wir hier unten die Tempomodule machen. Ganze schieben wir dann hier in diese Richtung. Dann haben wir hier unten ein Band. Was brauchen wir da? 5 und 5. Glaube, das machen wir auf separaten Bändern. Sicherzustellen, dass wir hier genügend Material reinbekommen. Vielleicht sollte ich auch denen ein paar ordern, dass die geliefert werden. Wahrscheinlich helfen, wenn ich hier auch versorgt werden kann. Hier knicken wir raus auf dieser Seite. So, dann machen wir das so.
Das heißt, hier oben haben wir dann die Prozessoreinheiten. Und dann denke ich, brauchen wir hier noch etwas mehr. Ich denke, die Prozessoreinheiten brauchen wir nicht auf einem Band. Die können wir einfach hier in eine Kiste reinknicken. Und dann dasselbe nochmals hier oben. Geht's raus. Stellt sich nur noch die Frage, wie sieht das mit Strom aus? Hier außen. Stationen aufstellen. Die reichen dann bis hier hin. Eins weiter rüber. Noch eine. Da noch eine. Das Ganze nach oben verbinden. Nun, das läuft an. Mit den Raketensteuereinheiten sollten wir dann auch in der Lage sein, hier Atombomben zu bauen. Ja, die erste Einheit wird schon geliefert. Und dann können wir auf das Raketensilo fokussieren. Aber auch gleichzeitig hier noch ein bisschen mehr Produktivität, dass wir hier von den blauen mehr rausbekommen. Und dann können wir hier unten mal sehen, Rot sieht gut aus, da haben wir Material bis nach hinten. Wir bekommen ein volles Band raus. Grün, das vordere Band ist voll.
Das hintere nicht, weil wir zu wenig Kupfer haben. Haben wir zu wenig Kupfer, weil vorne zu wenig reinkommt? Nein, hier kommt ein volles Band rein. Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch etwas mit Produktivität arbeiten, so dass wir den Konsum, den Verbrauch an Inputmaterialien reduzieren können. Aber das Ganze läuft ja jetzt ordentlich an. So kommt hier kein volles Band durch. Weil dieses Band nicht... Ah. Ein gelbes Fließband übersehen. Nun sollten hier dann auch alle Öfen anlaufen. Dann sollten wir da auch mehr rausbekommen. Fast ein volles Band. Eventuell wird sich das dann aufstauen. Hier Eisen. Eisen haben wir zwei elektronische Schmelzen und zwei herkömmliche. Ich denke, die werden wir dann auch irgendwann ersetzen. Aber zumindest momentan sieht es noch okay aus, was Eisendurchsatz anbelangt. Okay, wir hier bekommen wir nicht mehr genügend Rote raus. Dann lass uns doch hier einfach mal schnellere Maschinen hinsetzen. Auch. Hier haben wir noch überhaupt keine Produktivität drin. Können wir auch irgendwann machen, aber Produktivitätsmodule, die sind momentan etwas Mangelware. Hier müssen wir sicherstellen, dass wir ein volles Band rausbekommen. Hier ebenfalls. Hier. Ich glaube, bei diesen spielt das keine Rolle, denn ich weiß nicht, ob wir die werden wir hier oben gar nicht mehr benötigen. Okay, da kommt einiges zusammen. Hier, das läuft auch an und nun stauen sich sogar die blauen, das heißt, wir können die Geschwindigkeitsmodule auch
hier wieder anschließen. Und dann hier noch etwas mehr Produktivität sorgen. Aber ich glaube, wir müssen das Augenmerk mal hierauf werfen, dass wir hier mehr rausbekommen. Ah. Das Gefühl, das Problem hier ist, dass wir zu wenig Kupfer haben. Machen wir das doch mal so. Wir werden hier die Kupferlinie ab. Auf. Durchgeht. Dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass bis hier oben hin Kupfer bekommen. In der benötigten Geschwindigkeit. Ein Band wird hier schon mal weggesaugt. Für unsere grüne Produktion. Aber das ist okay so. Hier sind wir jetzt mit Rot unterwegs. Und das, ja, jetzt haben wir wieder ein halbes Band bis hinten hin. Wenn wir das mal so anschauen, sehen wir, ja, die rote Produktion ist hier angestiegen. Wahrscheinlich waren wir noch nie so hoch. Sehr gut, wie sieht es denn mit Atombomben aus? Haben wir da schon etliche? 8. Okay. Einen Raketenwerfer. Dann hier rein, denn ich gehe mal hier vorbeischauen, so dass wir potenziell dieses Ölfeld auch noch anschließen können. Wie sieht es denn überhaupt aus? Haben hier noch genügend drin.
Aber dann lass uns doch mal die Bombe unten ausprobieren. Mal im Osten etwas aufräumen. Ich habe das Vanilla Game schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, wie viel Schaden so eine Atombombe dann effektiv. Ausrichtet. Leg mich mal hier entlang. Yep. Das Nest ist weg. Gehen wir auch noch hier oben hin. Auch das Nest ist weg. Und dann haben wir da unten noch eins. Und zusammen mit den mit meinen schnellen Schuhen ist nicht wirklich ein großes Ding. Das ist mein Auto hier oben. Wunderbar. Okay. Die Atombomben, die machen einen ordentlichen Wumms. Zumindest für reicht eine ein Geschoss für solch mittlere Nester. Gibt wahrscheinlich größere. Ja, hier unten. Da wird eine nicht mehr reichen. Aber ich denke, wir müssen uns gar nicht so weit durchkämpfen, um ans Ziel von dieser Folge zu kommen. Nicht dieser Folge, dieser Serie, denn diese Folge ist fertig. Ich hoffe, es hat euch gefreut und nächstes Mal machen wir uns weiter auf den Weg Richtung Rakete. Bis dann, tschüss!